Was geht ab, ihr geilen Säule? Willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Juhu. Wir sollen jetzt das Funkgerät irgendwie besorgen. Okay. Alles soweit noch safe. Wir brechen doch hier gleich irgendwo runter, oder? Das passiert doch gleich. Oder? Im Schacht, wenn da jemand kommt. Das wäre ganz schön mies. Oh nee. Kann das sein, wenn immer sowas kommt? Dass der Geist amok? Nee. Wir bräuchten auch mal wieder eine Batterie, wäre nice. Ja, meine Batterie geht so langsam leer. Was? Ey, Digga, hast du eine Batterie? Hä? Schade. Ich bräuchte die echt mal. Alter, der Sound, ey, übertreibt's halt. Hört mal auf mit dem Sound, ich spiele jetzt nicht weiter. Danke. Mann, Alter. Die machen mir Gänsehaut pur irgendwie, keine Ahnung. Alter, willst du da helfen oder was? Bist ja ganz schön stark eigentlich, also... Meinetwegen hilf. Ich bin weg. Ja. Danke für deine Hilfe. Tschüss. Alter, sein Atem. Darth Vader-like, ey. Darth Vader-like. So, haben wir vielleicht irgendwo eine Batterie? Batterie bräuchten wir jetzt ernsthaft echt mal. Irgendwie eine kleine Batterie, please, give. Kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo eine Batterie rumliegt. Ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, im ersten Part habe ich darauf überhaupt null geachtet. Okay, alles safe. Muss safe sein. Wir können uns ja noch weiter umsehen nach einer Batterie. Ne, Quatsch. Alles klar bei dir? Ja. Erstmal einen Haufen ablassen. Gut. Komm ich rein? Schade. Wäre ich ja gern gegangen, ehrlich gesagt. Denn wer weiß, vielleicht ist ja da eine Batterie. Wäre verdammt fett gewesen. Okay. Alter, what the fuck, ey. Hier hat sich jemand ausgetobt. Oh ne, ich muss rennen. Oder? Ach, da ist jemand. Was ist das an der Tür? Hat es da nicht gerade geklopft? Ja, wenn es klopft, muss ich doch aufmachen. Oder auch nicht. Die nehmt nicht. But first, let me take a selfie. Okay. Total bekloppt, ey. Was willst du? I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I was... I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Der ist doch eh gleich tot. Wenn ich die Türen aufmache, dann kommen sie alle rein, ey. Und dann nehmen sie ihnen ihre schönen Anal-Style irgendwie. Pass auf. War doch klar. No, no! Ich hab immer so Angst, dass in dieser Zeit jemand hinter mir ist, ohne Witz, ne? Ich will mich gerade nicht umdrehen. Alter, ich trau diesem Spiel alles zu, ne? Warum sind hier Schränke? Ist hier nicht eine Batterie überhaupt? Was war das gerade? Oh! Mein Leben! Eine Bereicherung. Oh. Okay, jetzt nichts.
Sorry für diesen Disco-Light-Effekt immer wieder. Aber ich muss ja sparen. Das ist irgendwie stärker. Das ist irgendwie stärker. Er ist da. Er ist da. Das war zu spät. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich wirklich zum Schranken muss. Scheinbar. Alter Vater, ey. Kommt der da auf einmal angepriezelt, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, die alte Sau. Aber guck mal, meine Batterie ist aufgeladen. Cool. Rein, rein, rein. Ich bin safe. Ich bin sowas von safe. Warum machst du denn unbedingt diesen Schrank auf? Was muss ich denn eigentlich machen? Ich wasche jetzt einfach mal vor. Mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, ich muss mich gar nicht verstecken. Wer weiß, vielleicht muss ich einfach vorrushen. Aber von dieser Seite kommt er doch eigentlich, glaube ich, jedenfalls. Ich weiß nicht. Der kommt doch eigentlich von da. Okay, es geht nicht auf. Er fliegt doch da eh durch. Ich bin mit einem Schatten. Nein. Okay. Was muss ich machen? Ich laufe einfach mal komplett zurück. Mal gucken. Ah, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist gut. Ah, ich muss hier lang. Oh ja. Nein. Das ist der falsche Weg, du Arsch. Oder doch nicht? Doch, irgendwie schon, ne? Okay, ich werde eh nicht mehr verfolgt, glaube ich, von dem Geist. Ja, hier durch, da kannst du doch... Ne, doch nicht. Schade. Wo muss ich denn lang? Na, ich bin jetzt eh nicht mehr... ich werde eh nicht mehr verfolgt, von daher passt die ganze Sache. Ich glaube, ich muss da vielleicht hochklettern, aber... Erstmal... Ach. Ne, da waren wir ja schon gerade eben. Muss ich vielleicht so hier nach oben? Ne. Klettert eh nicht. Bleib einfach die Tür auf? Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Exit und so, ne? Wäre echt zu schön, um wahr zu sein. Batterie? Oh, eine Batterie, eine Batterie, eine Batterie. Ja, ich wette, ich muss hier nach oben einfach klettern. Ich weiß nicht, was ich machen soll. What the shit? Okay. Aber hier geht's ja nicht entlang, ne? Ne, hier geht's nicht entlang. Hä, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab absolut keinen Plan, was ich machen soll. What the fuck? Mal Dokumente. Schön. Auf J können wir uns die ganze Scheiße anstehen. Ihr könnt euch einfach durchlesen, wer will. Einfach pausieren und so. Kennt ihr ja das Spiel von Outlast 1? Ach, da. Boah, Alter, ich. Oh Gott, ey. Nee, nee, nee. Das ist doch bestimmt der richtige Weg, oder? Oder auch nicht? Das muss doch der eigentlich. Schaut auch nicht so wirklich viel besser aus, wenn ihr mich fragt. Ich kann hier rauf, toll, aber. Also wirklich bringen tut's mir auch nichts. Alter, ich bin dran. Ich bin gerade einfach zu bescheuert gerade irgendwie. Keine Ahnung. Hier geht's auch nicht so wirklich. Hä, wo geht's denn lang, Alter? Vielleicht hier irgendwas? Nö.
Kann man das schieben? Ja. Hä? Wo geht's denn lang? Hier ist aber wirklich nichts, ne? Nein, nein. Gut, der Raum ist jetzt... Ich gehe jetzt nochmal alles durch. Kann ja nicht wahr sein, ja. Kommt man auch nicht so vorbei. Hier kann man auch nicht hochklettern. Der Raum ist also auch für den Arsch. Hier ist auch nichts. Nichts zum Interagieren, gar nichts. Der Raum ist auch für den Arsch. Der Raum ist ja auch, glaube ich, für den Arsch. Obwohl man hier nach oben klettern kann. Geht's denn auch nicht mal hier nach oben? Vielleicht Duckjump? Ne, gibt's ja eh nicht, glaube ich, hier. Komme ich auch nicht nach oben? Der Raum ist auch für den Arsch. Also muss es auf jeden Fall definitiv hier irgendwann weiter gehen. Und interagieren kann ich ja nirgendwo, oder? Vielleicht irgendwann interagieren? Hä, aber was soll ich denn jetzt hier erstmal mehr anstellen? Okay, 17 Minuten Incoming, nur um zu wissen, wie man denn hier weiterkommt. Da muss ich hier was machen bei den... Wer schreit denn eigentlich die ganze Zeit hier so? Aber ich könnte mir gut vorstellen, eigentlich irgendwie... dass ich da nach oben soll. Aber das geht ja nicht. Wenn ich komme ja nicht auf das Ding da. Ich komme ja nicht hier rauf. Ich habe absolut keinen Plan. Dann muss ich einfach... Ich musste einfach komplett darauf. Mann. Naja. Das habe ich natürlich gewusst. Ich wollte bloß nicht weiter, weil... Angst und so. Na, ist klar. Ganz klar. Ja. Total. Na, guck mal, hängst du ein bisschen ab? Freut mich. Solange du tot bist, das freut mich dann auf jeden Fall sehr. Und scheinbar müssen wir da drüber jetzt. Okay. Gut. Gucken wir erstmal mal uns das hier an, würde ich sagen. Das ist doch eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Idee. Obwohl ich mir gar nichts angucken will, aber passt schon. Musik, Alter. Nee, ich nehme den anderen Weg. Die Musik gefällt mir da nicht. Ach, hier geht's. Doch, hier geht's lang. Nee, ich nehme den anderen. Das ist ein bisschen heller. Ich habe... Oh Mann, ey, ich habe keine Lust. Ach, der... aimt ein kurzes Fastfood. Alter. Oh, ich hab keine Lust. Boah, der Kochtopf ist ja auch schon bereit für ihn. Der kocht sich gleich hier einen ab. Alter, ich hab grad überall Gänsehaut, ohne Witz. Also das hat er die... Alter, der Zaun, what the fuck, ey. Haut er gerade die Ketten... Ziggel raus, oder was? Was macht der da? Ach, guck mal. Ein echter Gourmet.
Alter, wie der mich angeguckt. Boah, der. War hier nicht gerade eine Tür? Oh, hier ist eine Tür. Ist schön. Kannst du mal eben gucken, ob da irgendwie so ein Schalter ist, der die Tür hier öffnet? Vielleicht gibt's. Alter, ich will. Alter, muss ich ja ernsthaft lang? Scheinbar. Aber da kann ich. Oh, ich muss genau vor der Scheibe, vor ihm. Alter, der Sound auch noch, ey. Was für ein geiler Motherfucker. Ne, ich seh dich nicht an. Passt schon, alles okay, alles okay. Ich will nur hier durch. Ich mach nix. Ich lad nur meine Kamera nach. Ist alles okay. Ist alles okay. Ist alles wunderbar. Da. Ja, wo geht's lang? Ach, da lang. Oh Mann, ey. Ja, hier passiert doch gleich was. Das habe ich total im Urin. By the way, ich muss mal kurz pinkeln. Moment. Moment. Das haben wir gleich. So. Oh. Boah, so lang. Boah. Puh. Hi. Puh. Ah, so. Moment. Abschütteln. Oh. Okay. Ich würde mal sagen, ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden. Mit einem schönen schwarzen Bildschirm, passt doch gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Outlast Whistleblower wieder. Haut rein, ihr Ficker!